Hi Leute, ihr wisst ja, dass die Reise nach Bosnien mich ziemlich mitgenommen hat und auch umgehauen hat. Besonders dieser eine Morgen, an dem wir uns das Massenlager angeschaut haben, in dem mehrere tausend Menschen eingesperrt waren, ohne Lebensmittel, ohne nichts. Familien wurden auseinandergerissen, keiner wusste, wo der andere war. Und das Allerschlimmste war für mich, direkt nachdem wir uns das angeschaut haben, haben wir uns den Ort angeschaut, an dem diese Menschen auch beerdigt worden sind. Und alle mit dem gleichen Todesdatum, der 15. Juli 1995. Das zu sehen, haut einen wirklich um und man fragt sich, wieso musste das passieren? Wieso konnte niemand eingreifen und diesen Menschen helfen? Stattdessen wurden sie vor Ort noch schwerst vergewaltigt, misshandelt und keiner war da, keiner. Auf diesem Friedhof ist ein großer Stein, auf dem in drei verschiedenen Sprachen eines der wunderschönsten Gebete steht, das ich je gelesen habe. Und der Satz, der mir im Kopf geblieben ist, das war dieser: Wir bitten nicht um Rache, sondern einfach nur um Gerechtigkeit. Wie können Menschen, die so viel Schmerz erlebt haben, nicht böse Gedanken haben, nicht Rache wollen? Ich finde, wir können daraus so viel lernen, auch ich persönlich. Bei jeder Kleinigkeit denken wir doch, oh, so ein Depp, so ein Idiot. Statt zu denken, hey, lass mir das mal gut sein, ich vergib dir. Wir gehen diesen Weg gemeinsam weiter. Was ich euch heute mitgeben möchte, ist wirklich mal zu überlegen, auf wen sind wir sauer, wem können wir nicht vergeben. Und vielleicht diesen Schritt zu wagen und zu sagen, hey, das ist wirklich eine Kleinigkeit, gerade im Vergleich zu der Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, die wahr ist. Und lasst uns doch vergeben. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.